Hallo, hier ist der Ratzenbande. Ja, heute gibt es mal wieder ein weiteres Unboxing-Video und zwar diesmal wieder von Shorties, dem Online-Shop. Und dann gucken wir direkt mal rein. Ich habe für meinen Hamster bestellt, ich habe für meine Ratten bestellt und für meine Katze. Also diesmal ist für jeden wirklich etwas dabei. Und da sehen wir dann auch schon direkt hier die Rechnung. Und als erstes sehen wir hier das Shorties Blüten Plus für Hamster, Mäuse und Ratten ist das gedacht. So. Ich hoffe, ihr seht das so ganz gut. So sieht das aus. Hier ist auch die Zusammensetzung. Das ist so ein Mix aus verschiedenen Blüten, so wie der Name es auch vermuten lässt. Und ja, den habe ich gekauft, um mal so als Snack, habe ich gedacht. So für den Sommer so eine bunte Mischung. Und um ein bisschen so rauszufinden, was meine Ratten und mein Hamster so ganz gerne an Blüten futtern. Weil die lassen die ja auch mal ganz gerne liegen und so kann ich dann mal rausfinden, was sie so ganz gerne futtern. Das Shorties Blüten Plus hat im Übrigen 1,70 Euro gekostet und das waren 100 Gramm. Und ich sehe gerade was. Ich habe etwas bekommen, was ich nicht bestellt habe. Und zwar zwei Päckchen. Probepackungen sind das. Das sind von Granette Pet die Cat Adult Shrimps und einmal die Cat Adult Geflügel. Shorties schickt ja schon mal ganz gerne solche Sachen, um halt ein bisschen Werbung zu machen für bestimmte Dinge, die vielleicht noch nicht so gut gekauft werden. Oder die vielleicht recht neu sind oder generell, wenn die sehen, aha, die Person hat die und die Tiere, schicke ich doch mal das mit, vielleicht bestellst du es dann beim nächsten Mal mit. Auf jeden Fall sind das hier die zwei Sachen. Das ist so ein kleines Probepäckchen, bin ich ja echt gespannt, wie Nala die finden wird. Das sind ja so kleine Leckerchen sind das. Ich kann ja mal gucken, wie die ausschauen. So sehen die Dinger aus, das sind einfach nur so ganz normale Stückchen, sieht ein bisschen aus wie Trockenfutter. Und das waren jetzt jeweils hier 30 Gramm, also zweimal 30 Gramm, die ich umsonst dazu bekommen habe. Dann haben wir hier einen Snackball, den hatte ich mal in einem Tauschpaket verschickt. Habe ihn mir aber selber nicht gekauft, da mein Budget nicht mehr ausgereicht hat. Und ja, ich habe gesehen, dass die den bei Shorties anbieten, diesen Snackball. Und dann habe ich mir so gedacht, gut, dann kaufst du den doch, bestellst du den doch, wenn die den da anbieten. Das ist auf jeden Fall hier so ein Ball, da kann man so Gemüsestücke und so reintun, zumindest ist es auf dem Produktbild so. Und dann müssen sich das da rausziehen, dann haben die Beschäftigung, also kriegst nicht einfach nur einen Napf, sondern müssen wirklich das erst da rausziehen, die Sachen. Der Spiel- und Snackball hat im Übrigen 3,80 Euro gekostet, also ich glaube, man kann gut erkennen, wie groß der ist jetzt nicht so mega groß. Für Mittelhamster könnte ich mir den im Übrigen auch vorstellen. Ich glaube, für Zwerghamster ist er dann doch eine Nummer zu groß. Ich hätte da Angst, dass Fussel von dem Ding überrollt wird einfach. Dann haben wir hier noch das Sommermenü, habe ich mir gekauft. Das ist jetzt eine Aktion von Shorties. Die haben nämlich immer zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Mischungen haben die. Und da ja momentan Sommer ist, beziehungsweise mittlerweile Ende Sommer, habe ich mir das bestellt einfach mal. Das sind wie gesagt 150 Gramm. So sieht das aus. Das ist so ein Mix aus verschiedenen Kräutern und Blüten. Habe ich mir gedacht, kannst du doch mal bestellen. Zwischendurch gibt es ja bei mir sowas auch mal. Ich habe ja auch den JR Farm Kräuter Spezialmix, den meine Ratten ja auch sehr, sehr gerne mögen. Das Shorties Sommermenü hat im Übrigen 3 Euro gekostet für 150 Gramm. Dann habe ich hier auch bestellt, weil das haben wirklich meine Ratten geliebt. Sie haben es verschlungen. Ich habe nämlich mal ein Probepäckchen davon bekommen. Und zwar ist es das Shorties Gemüsebeet. Die haben das ja mal alles in so Papierdingern verpackt. Deswegen muss ich die Sachen einmal alle aufmachen, aber ich verpacke die eh gleich dann in Behälter, wo halt keine Lebensmittel und so weiter reinkommen. So, ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. So sieht das aus. Einmal, da sind so verschiedene Gemüsesorten drin und dann sind da noch so ein paar Kräuter drin. Und ja, das mochten meine Ratten wirklich sehr, sehr gerne. Und
und deswegen habe ich es nochmal gekauft. Dann habe ich auch wieder bestellt, das hatte ich nämlich schon mal bestellt, und zwar sind das die Keksdieb-Hundeleckerchen mit Karotte. Die sind ja nicht nur für Hunde, sondern auch für Nager, also für Nager, die halt Karotte haben dürfen, also da ist wirklich nur Mehl und Karotte drin. Und meine Ratten haben diese Kekse einfach geliebt. So sehen die aus. Man, da ist so ein kleines Fenster bei. So, das sind so, ja, ich nenne es sie gerne Kleeblätter, Blümchen. Und ja, die fanden meine Ratten wirklich super, deswegen habe ich sie nochmal gekauft. Und die gibt es auch irgendwie nur bei Shorties zu bestellen. Also ich habe sie bis jetzt noch in keinem anderen Online-Shop gesehen. Dann haben wir hier noch die Dosen von Nalas Katzenfutter. Das ist das einzige, was ich für sie bestellt habe. Und zwar wieder Max habe ich hier bestellt. Das verfüttere ich ja jetzt öfters an sie. Und zwar haben wir hier einmal die zwei Sorten Rind- und Hühnerherzen. So. Dann habe ich noch die Sorte Ente, Kaninchen und Rind für sie gekauft. Und dann noch zweimal die Sorte Kalb und Pute. Das sind ja so die Sorten, die sie so, ja, recht gerne mag. Und von denen hat jeweils eine Dose 1,15 Euro gekostet. Und zu guter Letzt, was ich jetzt auch mal wieder bestellt habe, weil ich mit dem Futter vom Futterparadies für meine Ratten nicht so zufrieden war. Und zwar ist das mal wieder das Shorties Rattenfutter Premium. Ich packe es jetzt nicht aus, weil ich vorher noch einfrieren will, ganz gerne. Aber wer mein erstes Unboxing von Shorty gesehen hat, da habe ich mal ein Bild eingeblendet, wie das ausgeschaut hat. Und auf jeden Fall haben meine Ratten das immer super, super gerne gefressen. Es hat einen guten, ausgewogenen Mix. Das vom Futterparadies war zwar auch gut, das haben sie zwar auch ganz gerne gefressen, nur es waren sehr, sehr viele Kräuter drin, wirklich. Also das war dann immer so, dass die Kräuter alle oben drauf lagen und die Körner lagen unten. Und da musste ich dann immer mit dem Löffel so unten reingehen, damit ich auch mal ein paar Körner habe und nicht nur ja, Kräuter und Blüten in den Napf tue. Und das finde ich echt super, das Futter hier. Fressen meine Ratten wirklich komplett. Also da mögen sie alles von. Und ja, ich werde jetzt auch beim Shorties bleiben, weil damit bin ich wirklich rundum zufrieden. Das Shorties hat im Übrigen 12 Euro gekostet für 2,5 Kilo, die das jetzt hier waren. So, und hier sehen wir dann auch mal wieder alles im Überblick. Insgesamt hat das Paket 34,10 Euro gekostet, dann kamen noch 4,50 Euro Versandkosten hinzu, dann waren es insgesamt 38,60 Euro. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen, und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch mal wieder und sage bis zum nächsten Mal und ciao.